das Donnerstagsgespräch der Landeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in der Landeszentrale und an den Bildschirmen. Wir haben uns heute das Thema Rechtsextremismus, welcher Umgang mit Rechtsextremismus ist angemessen, ausgesucht. Und ich begrüße dazu zwei Gäste, Herrn Professor Günther Schneider. Er ist Mitglied des Sächsischen Landtages, Mitglied der CDU-Fraktion. Er leitet dort den Arbeitskreis Wissenschaft, Hochschule, Kultur und Medien. Und er ist auch wissenschaftlicher Sprecher der CDU-Fraktion. Und unser weiterer Gesprächsgast ist Dr. Christian Demuth. Er ist Vorsitzender des Vereins Bürger Courage. Der Verein engagiert sich in verschiedenen Projekten gegen den Rechtsextremismus und er ist hauptberuflich Politikwissenschaftler und SPD-Mitglied. Meine erste Frage geht an Professor Schneider. Neben Ihren Funktionen in der CDU-Fraktion sind Sie auch Vorsitzender der Parlamentarischen Kontrollkommission, des Gremiums, das die Geheimdienste kontrolliert, das auch geheimtagt. Von daher haben wir einen Gesprächspartner, der manches, aber nicht alles sagen kann, nicht alles öffentlich sagen kann. Herr Professor Schneider, mich interessiert zunächst die Frage, welche Reaktion auf Rechtsextremismus halten Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen für angemessen? Also erstmal vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, hier auch auf Fragen wie diese zu antworten. Wenn Sie die Reaktionen und die Angemessenheit von Reaktionen betrachten, dann beziehe ich das jetzt zunächst mal auf den parlamentarischen Raum. Richtig. Ich bin seit 2004 im Sächsischen Landtag Mitglied, war vorher als Richter tätig. In meiner Erinnerung habe ich vor allen Dingen Bilder NPD-Mitglieder, also Fraktionsmitglieder, gesprochen haben im Landtag, sind da einige Abgeordnete entweder aus dem Parlament raus, aus dem Plenarsaal, haben den Plenarsaal verlassen oder sich auf ihrem Sitz demonstrativ umgedreht. Ich habe damals schon gesagt, in meiner Fraktion, aber auch an anderer Stelle, ich halte das für falsch. Wir müssen, wenn wir eine Auseinandersetzung suchen, die nicht nur über Bilder organisieren, sondern über den Inhalt. Also Sie plädieren dafür zu reagieren, inhaltlich, und sich mit den Argumenten auseinanderzusetzen. Natürlich, das muss unbedingt erfolgen, schlicht und einfach, um dem Dritten, dem Zuseher oder Zuschauer oder Hörer darzustellen, das und aus welchen Gründen das, was beispielsweise ein NPD-Fraktionslandtagsabgeordneter äußert, falsch ist. Also nicht ignorieren, nicht totschweigen, sondern reagieren, auseinandersetzen, inhaltlich Einfluss nehmen. Ist den das Deckel draufzuhalten, die Decke drüber zu legen, das hat noch nie geholfen. Herr Demuth, vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen, Sie sind ja in Projekten gegen Rechtsextremismus engagiert. Welche Reaktion halten Sie für angemessen? Muss man sich mit den inhaltlichen Argumenten auseinandersetzen oder muss man nur Initiativen gegen rechts starten? Nein, es sind zwei verschiedene Punkte. Also das eine ist, natürlich würde ich sagen, dass man sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen muss. Natürlich, im Gegenteil, also eine Tabuisierung von Rechtsextremismus, wie es lange auch in Sachsen leider auch passiert ist, indem man gesagt hat, die Sachsen sind immun dagegen. Das war falsch. Also das heißt, man muss sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen. Der zweite Punkt ist, natürlich muss ich mich auch mit den Themen auseinandersetzen. Natürlich, also es reicht ja nicht, Tabus aufzubauen und über Sachen nicht zu sprechen. Auch das macht Sinn. Wo wir dagegen sind und was wir schwierig finden, ist, wenn man Nazis ein Podium bietet. Also wo man also ein Podium bietet, was man ihnen nicht bieten muss. Man darf nie vergessen, die NPD zum Beispiel, also wir reden ja über allgemeinen Rechtsextremismus, aber zum Beispiel die NPD als Partei, die ist eine demokratisch gewählte Partei. In der Tat. Das heißt, sie hat erstmal vor dem Parteiengesetz die gleichen demokratischen Rechte wie andere Parteien, solange sie nicht verboten ist. Aber, und das ist der große Unterschied, ich muss es ihr verdammt schwer machen.
in allen Punkten, wo sie ihre Rechte ausfüllen will, verdammt schwer machen. Als Beispiel ist ja quasi hier die Landeszentralenveranstaltung gewesen, wo es darum ging, holt man die NPD aufs Podium oder nicht. Und da sind wir eben der Meinung, solange es nicht möglich ist, sie rauszulassen, indem man kreativ ist, indem man bestimmte Veranstaltungen eben so und so gestaltet, dann muss ich die NPD nicht aufs Podium holen. Man darf nie vergessen, und ich vergesse manchmal selbst, aber das sind Nazis. Die haben Unterstützer aus ihrem Bereich, haben sowas Kameradschaften wie die SSS gegründet oder den Sturm 34, wo schon allein die Wortwahl klar macht, in welchem Kontext sie stehen. Und solchen Leuten möchte ich kein Podium bieten, außer dort, wo ich muss. Und da hat Herr Schneider natürlich recht, ein Punkt noch, da hat der Herr Schneider recht, im Parlament geht es nicht anders, deswegen unterstütze ich da auch ganz klar die Position von Herrn Schneider. Dort muss man sich damit auseinandersetzen und das ist auch richtig so. Ich wollte hier nachfragen, denn im Sächsischen Landtag hat die NPD ja zwangsläufig ein Podium, hat Rederechte, rausgehen hilft da ja wenig. Was denken Sie, wie geht das Parlament damit um? Also, richtig ist, die NPD ist in einem demokratischen Verfahren gewählt. Und das bedeutet auch, es gibt Wähler, Wählerinnen und Wähler, die sich dafür entschieden haben, dort ihr Kreuz zu setzen. Das mögen wir beide für falsch halten. Das ist so. Das bedeutet, ich muss mich mit denen auseinandersetzen, inhaltlich. Ich meine, da liegen wir wahrscheinlich nicht genau deckungsgleich. Das darf nicht nur im parlamentarischen Prozess erfolgen, sondern das muss auch an anderer Stelle vor Ort erfolgen, zum Beispiel auch hier. Ich habe also bei der Frage, ob hier an genau dieser Stelle diese Veranstaltung hätte stattfinden sollen, die Herr Richter seinerzeit initiiert hat, die Meinung vertreten, natürlich gehe ich dahin, ich war damals eingeladen, natürlich gehe ich dahin und natürlich setze ich mich dann auch mit dem Gedankengut auseinander, das mir von einem NPD-Abgeordneten genannt wird. Ich würde gerne noch auf einen zweiten Komplex kommen. Herr Demuth, Sie sind ja in Projekten gegen Rechtsextreme engagiert. Vielleicht können Sie uns mal schildern, was Sie dort machen und ob es so auch etwas gibt, wie kann man von Rechtsextremismus Betroffenen helfen? Das ist ja wohl auch ein Schwerpunkt oder ein Teil Ihrer Arbeit. Das ist natürlich ein großer Komplex. Es gibt verschiedene Aspekte. Natürlich ist ein Teil unserer Arbeit aufzuklären. Also gegen Vorurteile, gegen Argumente, auch volksverhetzerische Argumente der NPD aufzuklären. Das ist ein Teil. Aber das andere ist vor allem, die Mehrheit zu sensibilisieren. Weil es war ja vor einigen Jahren noch, gerade als die NPD eben auch in den Landtag kam, gewählt wurde, war das ja auch so, dass die NPD als ganz normale Partei angesehen wurde, die eben so wie alle anderen auch. Die Leute haben eben nicht gesehen, dass sie eigentlich die Demokratie abschaffen will. Das ist ein explizites Ziel auch der NPD. Und unser Ziel war es eben auch immer klar zu machen, das ist was anderes, das ist eine andere Partei, also auch letztlich auch klar zu machen, mit denen man kann über diese Themen reden, aber nicht diese Partei wählen. Das ist ein zweiter Aspekt und uns geht es eben auch immer um die Mehrheiten, also in der Stadt zu gewinnen, sich dagegen zu engagieren, gegen einen Nazi-Aufmarsch zum Beispiel am 13. Februar oder gegen andere Aspekte im Alltag, in meinem Betrieb, wo ich auch bin, wo mein Kollege vielleicht blöd angemacht wird. Das sind lauter so Projekte, die wir machen. Das ist unser Hauptziel. Das heißt, wir haben jetzt weniger direkt mit Rechtsextremen zu tun. Wir haben auch, was ein anderer Teil der Arbeit ist gegen Rechtsextremismus, ist natürlich die Opferberatung letztlich. Das machen wir nicht. Wir machen nur deutlich, wie Menschen eben angegriffen werden. Dafür vergessen, wir haben vorher über die NSU gesprochen, aber die inoffizielle Zahl von Opfern rechtsextremen motivierte Gewalt liegt ja mittlerweile über 150 Menschen. Also es ist ja nicht nur so, dass diese Terrorgruppe von NSU, dass das jetzt neu wäre. Also Rechtsextremismus hat konkrete Auswirkungen auf Menschen, dass Menschen sterben, ermordet werden, zusammengeprügelt werden, zusammengeschlagen werden. Und das muss man auch immer wieder deutlich machen. Kann man da Schutz für die Betroffenen organisieren? Es gibt ja zwei Ansatzpunkte. Der repressive Bereich, also nach begangener Tat, das ist eine Sache für die Ermittlungsbehörden, für die Polizei und die Strafermittler. Die müssen entsprechend ausgestattet sein. Da habe ich den Eindruck, das ist auch in Sachsen auf dem Weg, das läuft. Und der zweite ist der präventive Schutz. Und das geht ja, es wäre falsch zu denken, dass die Vorsorge oder die Prävention im weitesten Sinne, dass das allein staatliche Aufgabe wäre. Es ist natürlich auch staatliche Aufgabe, aber vor allen Dingen auch schlichtes bürgerliches
bürgerschaftliches Engagement, um das es hier geht. Also man muss von beiden Seiten. Zum Beispiel, ich habe mal kennengelernt, die Aktion Zivilcourage in Pirna, ausgesprochen gut, wenn ich das so sagen darf, oder auch Sie. Also bürgerschaftliches Engagement, das gehört auch dazu. Aber diese Frage geht bei jedem Einzelnen los. Vielleicht darf ich nachfragen, weil wir beim Thema NPD waren. Wir haben ja jetzt das Verbotsverfahren, das ist juristisch auf den Weg gebracht. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Ganz unabhängig davon, Sie sind auch Mitglied im Europaausschuss. Ja. Neben Ihrer Tätigkeit als Chef der PKK, aus Europa kommen ja eher distanzierende Töne mit Blick auf ein NPD-Verbot. Halten Sie es für sinnvoll? Gut, also ich persönlich glaube nicht, dass jemand, dass ein Franzose, wenn er jetzt nur unsere Medien wahrnimmt, oder ein Brite, Italiener, dass er unser System der Gewaltenteilung, der Checks and Balances in der Verfassung kennt. Wir haben hier ein System, nach dem eine Partei zunächst einmal als Partei agieren darf. Das ist Ausdruck von Freiheit, die gebührt zunächst mal jedem. Und nur derjenige, der als Partei sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung betätigt, in einem manifesten Sinne, der läuft Gefahr, verboten zu werden. Das ist aber keine reine exekutive Sache, die zum Beispiel ein Innenministerium vornehmen dürfte, also anders als bei den einfachen Vereinen, sondern das ist eine Sache, die ausschließlich in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht anzusiedeln ist. Das ist momentan dort anhängig. Vielleicht nur rein historisch gesehen, es hat in den 50er Jahren zwei Verbotsverfahren, eins davon erfolgreich, gegeben im linksextremen Bereich. Und es hat dann 2003 ein Verfahren, 2002, 2003 gegeben, das die NPD betroffen hat. Dieses Verfahren ist damals nicht gegen die NPD und auch nicht für die NPD ausgegangen, sondern das war ein Verfahrenshindernis, das zur Einstellung des Verfahrens geführt hat. Das, was jetzt abläuft in Karlsruhe, ist nach meinem Eindruck ein Verfahren, bei dem es erstmals nach einigen Jahrzehnten wieder um eine volle verfassungsrechtlich inhaltliche Prüfung gehen wird. Da kommt es auf das Material an, das vorgelegt ist. Jetzt mal unabhängig vom Ausgang, halten Sie denn das NPD-Verbot für sinnvoll oder würde es helfen aus Ihren Erfahrungen? Es gibt Pro und Contra und man muss sich dann letztlich entscheiden für eine Seite. Es ist so, dass natürlich, wenn die NPD verboten wird, den Nazis quasi eine finanzielle Grundlage entzogen wird, ganz klar. Also es ist ja zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich mich recht erinnere, ein Verfahren gegen die NPD anhängig, dass dort Fraktionsgelder von Parteiarbeit missbraucht wurde. Also zum Beispiel, die einzigen finanziellen Strukturen, weil die Partei ist pleite aufgrund von Parteiskandalen, von Finanzskandalen, von rückgehenden Mitgliedern. Das heißt, die Partei ist relativ abhängig vom Parlament. Das heißt, wenn man sie verbietet und dadurch aus dem Parlament fliegt, bleibt erstmal eine finanzielle Grundlage weg. Auch zum Beispiel für Konzerte, für Nazi-Konzerte, wo teilweise Abgeordnete der NPD den Schutz geboten haben vor Konzerten, wo also übelste rassistische, menschenverachtliche Texte verbreitet wurden. Da haben Abgeordnete oft den Nazis, auch den Kameradschaften geholfen und das würde alles wegfallen. Erscheint ein gewisses Unwohlsein, wenn man damit leben muss, dass man rechtsextremes Gedankengut aus unser aller Steuergeldern finanziert. Andererseits, selbst wenn es jetzt, wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber selbst wenn es positiv ausgehen sollte und wir hätten ein NPD-Verbot, bleibt die Frage aus europarechtlicher Sicht, gefährdet diese Partei wirklich die Demokratie? Das ist keine Frage des Europarechts. Das ist eine Frage des deutschen Verfassungsrechts und auch letzten Endes der deutschen Verfassungsgeschichte, die wir hinter uns haben. Wenn Sie an die dunkelste Zeit, die Deutschland jemals hatte, sehen, 33 fortfolgende. Das ist eine Frage noch einmal des deutschen Verfassungsrechts. Und der eine Punkt ist ein finanzielles Argument, das haben Sie genannt. Der zweite will ich noch mal darauf hinweisen, das ist ein persönliches Erlebnis. Ich bin oft angesprochen worden, wie gehen Sie denn
überhaupt mit NPD-Abgeordneten um? Und da will ich nur ein Beispiel nennen, das können Sie alles in den stenografischen Protokollen des Landtags nachlesen. Ich habe einmal erlebt, dass der damalige Geschäftsführer Leixenring, der wohl, wenn man das so will, als der eine Rede gehalten hat, der wohl sich provoziert sah von einem Zwischenruf, den Rufer, den Abgeordneten einer anderen Fraktion angeschaut und zu ihm gemeint hat, was glauben Sie denn, wenn ich Sie so sehe, dann müsste man doch die Züge wieder fahren sehen. Und auf die Nachfrage, die dann kam, ob denn damit die Judendeportation gemeint gewesen sei, da hat er gemerkt, wie weit er gekommen ist. Das war so einer der wenigen Momente, wo der wirklich mal seine Seele gezeigt hat. Und ich finde, ein Staat muss darauf eine Gesellschaft muss darauf eine Antwort finden. Richtig. Das darf nicht nur, das ist ein fiskales Argument, ist ein wesentliches für die Infrastruktur, aber ich denke, da eine Gesellschaft, zumal vor diesem historischen Hintergrund, darf sich bei dieser Frage nicht hinter reinen Verfassungskautelen verstecken. Das muss man inhaltlich auch angehen dürfen. Aber natürlich ist es ganz zentral, dass dann natürlich trotzdem, wenn die NPD verboten ist und aus dem Landtag fliegen sollte, dass dann natürlich weiter trotzdem Mittel gegen Rechtsextremismus oder Projekte unterstützt werden, weil Rechtsextremismus ist ja nicht weg. Also da bleibt ja da, und deswegen geht es natürlich darum, auch da weiter dran zu arbeiten dann. Und weil natürlich damals, als die NPD reinkam ins Parlament, auf einmal die Mittel aufgestockt wurden, wo vorher aber gesagt wurde, es gibt doch kein Problem. Und das befürchten natürlich manche auch, dass dann das Problem auf einmal nicht mehr als relevant gesehen wird. Das ist ein Aspekt, auf den ich jetzt gern noch kommen würde, außerhalb der NPD. Sehen Sie rechtsextremistische Tendenzen auch in anderen Parteien? Wir haben ja eine Geschichte, es gab Republikaner, es gab DVU, es gibt jetzt die AfD, der man rechtsextreme Tendenzen vorwirft. Also das, so weit würde ich nicht gehen. Es kommt doch immer auf die einzelne konkrete Äußerung oder Verhaltensweise an, mit der man sich auseinanderzusetzen hat. Also es wäre falsch, einfach herzugehen und jetzt und nur, in Anführungszeichen nur, weil eine Partei oder Gruppierungen in einer Partei bestimmtes Gedankengut äußern, das mir vielleicht nicht schmecken mag, schon die gesamte Gruppe als rechtsextrem oder linksextrem zu betrachten. Man muss die einzelne Äußerung ansehen, sich mit der auch auseinandersetzen. Ich würde aber nicht so weit gehen. Ich meine, es gibt auch irgendwo auf der anderen Seite eine Meinungsfreiheit. Ja, also das ist ein sehr sensibles Feld. Also Sie würden es eher an Personen und Gruppierungen binden, an konkreten Äußerungen und Verhaltensweisen. Darf ich an Sie noch die Frage stellen, wie weit reicht aus Ihrer Erfahrung Rechtsextremismus in die Gesellschaft? Es gibt, also wie Sie gefragt haben, in anderen Parteien, es gibt fremdfeindliche Einstellungen oder quasi Teile rechtsextremer Einstellungen in allen Parteien. Also gibt es eigentlich in allen Parteien, es gibt eine alte Umfrage, keine aktuelle, aber so 3-4 Jahre alt, da kann man das so feststellen. Natürlich gibt es in Nuancen unterschiedlich ganz viele fremdenfeindliche, antisemitische Einstellungen. Ganz hardcore, wirklich rechtsextrem, wirklich mit allen Mustern hitleristisch, also dass man Hitler toll findet und die SS toll findet und so weiter. Das ist schon eine Minderheit, das muss man schon klar sagen. Trotzdem ist Rassismus weit in die Gesellschaft verbreitet und es ist eben nicht nur, und da stimmen wir wahrscheinlich nicht überein, indem man immer nur auf die Extremisten verweist, rechts und links, sondern das sind eben schon große Bevölkerungsteile, die rassistische, antisemitische Einstellungen teilen. Und da muss eben auch ständig aufgeklärt werden, weil natürlich ist so eine Arbeit nie gewonnen, sondern es ist eigentlich ein dauernder Prozess, weil es natürlich, wie Sie auch, da gebe ich Ihnen wieder recht, es natürlich unterschiedliche Meinungen gibt. Also ich bin nicht jemand, der sagt, nur weil er quasi eine rechte Meinung hat, dass ich dem das Mund verbieten will. Da bin ich überhaupt nicht. Ich kann sie bekämpfen, ich kann die kritisch sehen, ich kann die als unanständig bezeichnen, aber ich muss sie erlauben. Wo meine Grenze ist, nur die Grenze. Die Grenze ist dort, wo die Menschenwürde, Artikel 1 Grundgesetz, die Menschenwürde des Einzelnen angetastet wird. Und da ist die Grenze. Und das ist bei Nazis der Fall. Und deswegen möchte ich mit denen nicht aufs Podium, außer dort, wo ich sitzen muss quasi, aus rechtlichen Gründen. Ansonsten muss man das vermeiden, weil dahinter steht ein völlig anderes Verständnis von Mensch, von Demokratie. Und ich möchte nicht, dass diese Menschen in Deutschland irgendwann wieder mal Macht erhalten. Dann frage ich zum Schluss noch mal nach, Herr Professor Schneider, was können wir tun, um unsere Demokratie gegen Rechtsextremismus zu verteidigen? Was müssen wir tun? Ja, also
Demokratie ist nicht lediglich staatliche Aufgabe, sondern gesamtgesellschaftlich. Das obliegt jedem Einzelnen auch von uns. Das geht bei uns selbst los. Und das bedeutet, ich muss mich selbst prüfen, ich muss mich selbst auseinandersetzen und auch natürlich mit dem anderen, dessen Meinung mir nicht gefällt, ob sie jetzt im Anführungszeichen im verträglichen oder im Extrembereich liegt, mit dem muss ich mich an der Stelle, an der es erforderlich ist, auseinandersetzen. Und vielleicht auch an Sie die Frage auseinandersetzen, gibt es eine Chance, Rechtsextreme zur Umkehr zu gewinnen? Wie können wir die, das muss doch auch ein Ziel sein, wie können wir die wieder für unsere Demokratie gewinnen? Na gut, also wenn man sich die Literatur anguckt, dann sind ganz viele Aussteiger deswegen, weil dieses große Kameradschaftsdenken, was sie sich immer vormachen, eigentlich nicht stimmt. Also das merken ganz viele, dass das alles dann eigentlich nur ein bloßer Witz ist, wenn sie dann in persönliche Situationen kommen. Und das ist eigentlich der Hauptteil der Aussteiger. Und auch ich kenne auch manche, die eben quasi aus anderen Gründen ausgestiegen sind, weil sie einfach die Argumente irgendwann, die sind auch hanebüchen, weil sie die einfach nicht mehr glauben und irgendwann halt nicht mehr in Frage stellen. Und dann quasi ist eine Umkehr natürlich möglich. Das ist bei anderen quasi ist es natürlich auch eine dauernde, weil oft sind ja solche fremdenfeindlichen Ausdrücke auch so ein Ausdruck von nicht über nachdenken. Also es ist ja auch oft so, dass viele Leute einfach so raushauen, ah ja, der ist ja so, also der Türke oder der oder hier. Wenn man dann genau nachfragt und nachhakt, dann relativieren das ja viele schon immer wieder. Aber gegen diesen Alltagsrassismus, der natürlich dann auch Auswirkungen hat, dass sich Leute nicht wohlfühlen, dass Leute sich bedroht fühlen und so weiter, das ist natürlich trotzdem eine Arbeit, die man täglich machen muss. Darf ich eins noch dazu sagen? Ja. Eine Sache kann ich bestätigen. Mein Wahlkreisbüro ist in Marienberg, also Erzgebirge, mittleres Erzgebirge. Ich hatte vor drei, vier Monaten Besuch von einem Aussteiger und einem Sozialarbeiter, die bei mir waren, Stichwort Wege zu finden, wie denn auch eine breitere Rückkehr, in Anführungszeichen, wenn man so will, in die Mitte der Gesellschaft möglich sei. Nicht nur für ihn als singulären Aussteiger, sondern für andere. Er hat von denen berichtet, dass es gäbe eine große Zahl von spezifisches NPD-Mitgliedern, aber auch von Angehörigen der freien Szene, die wirklich da schlicht und einfach die Nase voll hätten. Es hat mich sehr überrascht, dass die mich als einfachen Abgeordneten schlicht und einfach mal besuchen. Dann nehmen wir das, liebe Zuschauer, als Schlusswort, als Signal. Umkehr vom Rechtsextremismus ist möglich. Ich danke Herrn Demuth und Herrn Professor Schneider und bis zum nächsten Donnerstagsgespräch in der Landeszentrale für politische Bildung. Auf Wiedersehen.